zurück aus der Pause. Ich bin jetzt an der Mall of Berlin und treffe Jürgen Drews. Jürgen Drews neueste Single ist seit April im Handel erhältlich. Aus diesem Anlass rührt er kräftig die Werbetrommel und gab ein kleines Ständchen in der Mall of Berlin. Vor seinem Auftritt traf ich ihn backstage und er gab mir ein sehr exklusives Interview. Der König ist in Berlin. Kommst du gerne nach Berlin? Aber wie gerne? Mein Sohn aus erster Ehe lebt hier, mit dem habe ich gerade geredet. Er wäre eigentlich gerne hier gewesen, aber ich habe mal wieder versäumt, ihm früh genug Bescheid zu sagen. Wie immer, ich vergesse ja alles. Ich bin halt ein zerstreuter Professor. Ich bin ja auch schon so alt. Aber nee, das war ich immer schon. Ich bin, in meinem Pass steht, ich bin in Berlin geboren. Stimmt aber nicht. Nee, wo denn? Sondern ich bin am 2. April 45, da wurde hier alles in Grund und Asche gelegt, gebombt. Und mein Vater war Arzt, kam aus Norwegen, war dort ein wohlsituierter Arzt für die Armee. Also, ja, wir wissen schon, was wir meinen. Und ist zurück, als er merkte, der Krieg geht zu Ende, schnell nach Deutschland. Mutter hochschwanger. Die waren noch gar nicht verheiratet. Er war eigentlich... Du bist ein uneheliches Kind. Ja, ich war... Woher weißt du? Wusstest du das schon? Ja, nee, weil du das jetzt gerade gesagt hast. Ja, das stimmt wirklich. Und ist zurück. Meine Mutter war hochschwanger. Und da er gute Beziehungen hatte... Ich habe, weiter weiß ich nichts, weil die haben mir, da war immer so ein, so diese Glocke drüber des Schweigens. Ich kannte nichts, ich wusste nichts. Es hat mich dann später auch gar nicht mehr interessiert. Ich wollte gar nicht Deutscher sein. Ich wollte nie Deutsch singen. Ich wollte nichts damit zu tun haben. Ich wäre am liebsten damals schon ausgewandert, wie ich später dann auch mal getan habe. Aber wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn. Er fand keinen Kreissaal hier in Berlin. Er hat aber gute Beziehungen wohl gehabt, weil die ihn nach Jagel haben wollten, als Arzt für die letzte Fliegerstaffel der Nazis, Jagel in Schleswig-Holstein. Ah, ja. Deswegen waren sie darauf erpicht, dass er noch rüberkam. Und hat sich einen Sanker, hat er noch zur Verfügung gestellt bekommen, hat mich zur Welt gebracht mit Hilfe meiner Mama in Nauen. Oh, schön. Und sie sagt, sie hat mich gar nicht gesehen, so quasi. Ich habe den ersten Schrei gemacht und war schon wieder im Sanker und bin nach Berlin. Und deswegen steht bei meinem Pass Berlin. Wow, sehr interessante Geschichte. Aber ich noch nie gehört. Im Krankenhaus steht, dass ich da geboren bin. Und das ist doch toll, oder? Eine tolle Geschichte. Ich habe immer so gelacht in der Zeit, wo immer diese, als die, in der Wendezeit, 89 und so, als es immer hieß Ossi, Wessi und dieser ganze Quatsch. Da habe ich gesagt, mich kann das ja gar nicht treffen, ich bin ja beides. Ich bin Ossi und ich bin Wessi. Hallo? Ja. Mich könnt ihr nicht meinen. Und jetzt noch der König von Mallorca. Immer noch, nach etlichen Jahren. Und jetzt bist du hier in Berlin, hast einen Auftritt hier in der Mall of Berlin. Keiner. Das würde ich so nicht bezeichnen. Ich mache, weil wenn du nicht im Pop-Bereich angesiedelt bist, obwohl ich es von meiner LP her, die da heißt, es war alles am besten, zum größten Teil bin, dann wirst du halt nicht auf Popsendern gespielt. Das ist ein Faktum. Wir haben öffentlich-rechtlich und die Privaten folgen den Öffentlich-Rechtlichen doch immer noch in gehörigem Maße, was ich auch verstehen kann. Dieses ist sehr gut formatiert, das Radio, was wir haben. Aber der Schlager ist ein bisschen drüber gefallen und nur der ganz kommerzielle, herkömmliche Schlager überlebt noch, während der poppige Schlager, den ich mache, wie zum Beispiel Helene Fischer ihn macht mit Atemlos, das mache ich schon seit Jahren so, der wird halt nicht mehr auf Rundfunksender gespielt, die im Pop-Bereich arbeiten. Aber ich versuche im Herbst mit von meiner LP, die da, ich sag's nochmal, Werbung, es war alles am besten, einen Titel herausholen, den ich dann auch nochmal promoten möchte, so auf diese Art, wie ich es hier gerade mache. Der heißt Millionen Meilen. Das ist absolut Pop. Da kannst du sagen, was du willst. Das ist Deutsch-Pop. Punkt. Darauf freuen wir uns. Ja, ob wir uns darauf freuen, ist eine Frage. Wenn ich es schaffen sollte, damit in die öffentlich-rechtliche Phalanx zu kommen, denn die Privaten ziehen dann nach, dann werdet ihr von mir auch noch viel hören, weil der Titel ist toll. Der ist, sage ich nicht, weil ich den gemacht habe, denn ich habe ihn nicht gemacht, sondern er ist von ganz akkreditierten und arrivierten Leuten produziert worden und heißt Millionen Meilen. Mehr sage ich dazu nicht. Der hat ja schon englische Worte auch dann drin, ne? Meile. Wenn du so willst, ja. Und das werde ich im späten Herbst machen, aber vorher bin ich jetzt dran mit dem Titel
Das ist der, ich muss überlegen, weil ich so viel Titel habe. Das ist der Moment, wenn der Himmel brennt, wenn sich alles dreht, wenn man Sterne sieht. Wenn ich jetzt mein Benjo hier oder meine Gitarre hätte, hätte ich es dir so vorgespielt. Ich habe vorhin mit einem Kollegen gesprochen, also vor ein paar Wochen, als Prinz gestorben ist, habe ich gesagt, ich muss unbedingt einen Bericht machen. Er so, ja, Prinz, ja, interessiert mich nicht. Ja. 20 Jahre ein Kollege von mir. Wer sagt, Prinz interessiert mich nicht? Dein Kollege. Ihm war jetzt Prinz so egal. Und ich so, ich muss unbedingt einen Bericht machen. Dann heute sagte er, wohin gehst du denn, Raquel? Ich so, ja, ich treffe jetzt gleich Jürgen Drees. Oh, den König von Mallorca. Den kann ja der Prinz werden. Ich kennt man. Und jetzt zum Schluss möchte ich weiß nicht, ob du das gleich performst, einmal die Strophe hören von einem Bett. Im Kornfeld. Yes, bitte, auf einem Fahrrad kam da ein Mädchen her und sie sagte, ich bedauere dich sehr. Doch ich lachte und sprach, ich brauch keine weichen Daunen. Nicht Daumen, sondern Daunen. Ich hoffe, wenn du nächstes Mal nach Berlin kommst, rufst du deinen Sohn an und mich. Und ich komme gerne und interviewe dich. Jetzt musst du gleich los. Und dann sehen wir uns mit meinem Sohn. Ja, gerne, gerne. Wie, siehst du auch mal meine Tochter? Ja. Weil Jolina geht jetzt nach Berlin, ist klar. Ja. Und geht aber jetzt schon in einer Woche auch nach Los Angeles. Dann bist du ja öfter hier und ich hoffe, ich sehe dich. Sein. Dankeschön. Bekomme ich noch ein Selfie? Hey, you look good. Thank you. Wow. Das ist der Moment, begeisterte etliche Zuschauer und Fans von Jürgen Drews. Ich werde mich jetzt mit Udo Walz treffen und über die neuesten Trends der Frisurenwelt sprechen. Ich bin mal wieder bei Udo Walz. Hallo, Udo. Hallo, schön, dass du hier bist. Ja. Bei meinem Lieblingssender, ne? Genau, und bei meinem Lieblings-Coiffeur-Stylist. Ach so. Hier liebt sich ja ganz schön. Was möchtest du denn heute schon wieder wissen? Ich mach's ganz kurz heute, weil warum? Ich möchte nur über Frisuren sprechen. Na, warum kurz? Da brauchst du doch gar nicht kommen. Ich habe 10 Frisuren und da sagst du mir, was Fang du darüber an. Denkst. Die Nummer 1 ist diese Frisur. Brille auf. Ja, einmal gucken, diese hier. Bang. Das ist die Zeit von Marie Quant in den 70er Jahren. Mhm. Die hat den Minirock erfunden, da war das sehr modern. Schön, Pony ein bisschen zu lang. Da darf sie nicht Auto fahren, das wäre zu gefährlich. Aber ja, man könnte die Frisur auch nennen Prinz Eisenherz, der edle Ritter. Der moderne Art oder so, ja. Ne? Ja, super, schön. Und jetzt kommt hier Nummer 2. Nummer 2, die ist in die Steckdose gekommen. Freezy Hair. Die Haare, ja, das müsste definierter sein, das wäre schön. Sie braucht viel Feuchtigkeitsspray, das wäre mein Tipp. Und die Locken müssen ein bisschen konsequenter sein. Ja. Diese Frau hat halt, ja, sie hat einen Zopf gemacht und dann das als Pony benutzt, die Haarfransen. Ich weiß nicht, was sagst du dazu? Schrecklich. Das mehr brauche ich dazu nicht sagen. Es gibt einen Film, Kohliesels Tochter, das könnte sie sein. Ah ja, schrecklich, ne? Die Nummer 5 hatte Herr Michalski mal auf einer Show. Mhm. Ganz toll, also für eine Show sehr gut, fürs Privat. Leben untauglich. Es sei denn, man fährt Fahrrad. Das ersetzt dann den... Die Windmaschine. Das ersetzt dann die Windmaschine oder... Ich muss mich zurücksetzen. Das ersetzt den Fahrradhelm. Ja. Ja. Jetzt kommt einer, den hatte meine Mama schon in den 50er Jahren. Ich kenne das in den 70er Jahren, die Außenrolle von Farah Fawcett, Doris Day. Das wird wieder Trend. Bewegung ins Haar, nicht schlecht. Bewegungenshaar nennt man das. Ah, schön. Und die Nummer 8? Die hat eine Bulette auf dem Kopf. Ja, wem es gefällt. Madame Bulette. Madame Bulette, sehr schön. Und was für ausgefallene Frisuren hattest du denn schon mal hier, wo du gesagt hast, eigentlich nicht, aber warum nicht? Eine Kundin von mir wollte mal einen Handschuh hier einfrisiert haben. Da habe ich gesagt, eigentlich nicht. Wie gesagt, aber für Geld mache ich alles. Und hast du es gemacht? Nee. Wie kann man sich das vorstellen? Na, die hatte so eine Frisur und wollte hier hinten einen Handschuh rein. Weil die wollte flippig sein oder so. Ach so.
Okay. Ja, nee, nee. Okay, ich bedanke mich und ich bin war mal das gespannt. Alles? Das war schon alles. Also die neuesten Haare. Also ich finde, mein Hit ist Nummer 7. Die Nummer 7? Ja, sehr gut. Ja, das kann man jetzt auch mit so schönen Schlauchröcken tragen, ah, ja? Diese Frisur. Denke ich schon. Aber denken ist ja nicht wissen. Ja, und wann kommen denn immer so die neuesten Trends jetzt? Kommen Frühjahr, immer zum Herbst. Frühjahr, Herbst. Machen die Modemacher, so wie Herr Lagerfeld. Okay. Der skizziert auf und dann werden die übersetzt zu der Show und dann wird es modern. Und dann fragen Sie aber auch so einen Star-Friseur wie du, was denn dazu passend ist? Machen das nee, das bestimmen die alle selber. Alle selber? Auch die Frisuren? Ja. Okay. Aber du bestimmst dann halt nur jetzt die Frisuren und wir freuen uns auf den Sommertrend und aufs nächste Mal. Ich danke fürs Gespräch. Sommer werden modern, Zöpfe. Mhm. Kannst du nicht mehr tragen, hast halt deine Haare abgeschnitten. Ich kann ja Extension machen. Kann ich? Ja, kannst. Okay, vielleicht bei Udo Walz demnächst. Schön, dass du da warst. Ich bedanke mich. Gerne. Jetzt weiß ich erstmal Bescheid über die neuesten Trends von Udo Walz. Jetzt zeige ich euch meine neue Show, Will Cherry, My Berlin. Today on My Berlin, my guest is Will Cherry. He's an American basketball player. For him, Berlin is just the second station in Europe after he celebrated his overseas debut at Zalgiris County. For My Berlin, I get to visit him in his apartment and spend the day with him. How you doing? Thank you for nice having me here. Nice to meet you. No problem. Thank you. We sit down? Yes, ma'am. Okay, cool. Spend your time too? Some of the time. Most of the time, you see some of these books here on the table. I read, you know, this left-hand pile of the side. I've read all of these books. And then you came to Alba. You came here, and you got the call from Alba. How did it happen that they said, "Hey, you can play with us"? Yeah. The call. They were trying to work stuff out, you know, for about a couple of days. Knew they showed interest. Agent let me know, but got the call and was actually on vacation. Had to leave my vacation, go home and pack, and come here right away. Uh-huh. Rest is history. Wow. And quicker. Low. Lower. Quick. Cross over. Left. Low. Stay low. Yeah. How did I do? You did great. I saw you over there dribbling. Dribbling. Like I said, you so look at. And you look high. Like a natural, that was then the high. Funnest thing. Then high. But the hardest part this year. Oh yeah, behind the back. But no, I did it. You did it. You got it. Wien, ein Violina. Ich bin jetzt am Ende der Sendung angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis nächste Woche wieder.